Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Heute stellt Kevin Schindler vom MSV Duisburg seine Traumelf vor. So, das ist meine Traumelf. Im Tor Simon Jentsch. Umstritten die Nummer 1 im Tor. Immer für den Joe gut, auch wenn das Spiel läuft. Dann hinten rechts, brauchen wir nicht zu diskutieren, Philipp Lahm. Ja, hat man auch gesehen im Halbfinalspiel, sehr flink, sehr agil und nach vorne, ja, einfach überragend. Innenverteidigung habe ich Naldo. Super Freistoßschütze, ja, auch für mich ein sehr guter Innenverteidiger. Der Nebenpart ist Pujol. FC Barcelona, ist, glaube ich, allen bekannt. Ja, denke ich, zusammen eine gute Rolle. Hinten links stelle ich auf Christian Schulz, genannt Schulle. Ja. Dann habe ich auf der 6 zwei sehr gute Abräumer, mittlerweile auch Schweini und Steven Gerrard. Ja, vorne rechts über die Außen habe ich noch einen Barcelona-Spieler. Das ist Messi. Ich weiß nicht, ob wir da drüber diskutieren wollen oder reden wollen. Ja, dort auf der linken Position mein Freund Axel Bellinghausen. Auch ein ungeheures Kampftier. Ist, denke ich mal, dort auf der Position sehr gut aufgehoben. Ja, und vorne im Sturm habe ich mir noch mal so ein bisschen überlegt. Habe ich mich aufgestellt, zusammen mit meinem Freund David Lohmann. Denn wir zusammen haben in der Jugend gespielt und dort einiges gerissen und haben dort zusammen viele Tore geschossen. Und ich denke, wir beide in unserer Traumelf. Was gibt's mehr? Ja, das ist meine Traumelf. Vielen Dank, Kevin Schindler. Hallo Timo, hallo Jan. Die Mannschaft von Kevin, was haltet ihr davon? Ja, also eine Mannschaft, einerseits auch Spieler, mit denen er persönlich zusammengespielt hat. Mit dem Axel Bellinghausen oder Simon Jentsch hat er in Augsburg erfolgreich zusammengespielt. Schulle und Naldo kennt er aus Bremen noch, dann mit seinem alten Kumpel aus Delmenhorster Zeiten vorne im Angriff. Darunter natürlich dann auch wieder Topstars. Bemerkenswert, dass immer wieder der Name Schweinsteiger auftaucht, aber jetzt wirklich konsequent immer im defensiven Mittelfeld. Das hat sich jetzt so in der Rückrunde auch etabliert bei den ganzen Interviewgästen, die jetzt hier waren. Ja, von daher eine interessante Elf mal wieder, ja. Ja, hast mir im Endeffekt schon alles vorweggenommen. Gern gesehener Gast im rechten Mittelfeld. Messi, klar. Steven Gerrard im defensiven Mittelfeld neben Schweinsteiger zusammen. Das ist sicherlich auch durchaus machbar. Rechter Verteidiger Lahm wird auch häufig genannt. Ja, ist eigentlich nicht wirklich viel hinzuzufügen. Nur recht, dass der Kevin Schindler sich da selbst in den Sturm stellt. In so einer Mannschaft will man dann ja auch ein paar Tore schießen. Ist ja durchaus möglich. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Kevin Schindler. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.